Innere Ruhe und der Teig während der Zeit ist selbstständig am Garen. Ich schaue einmal unter, ob wir schon wenden dürfen. Nein, einen Augenblick noch, wir lösen ihn jetzt vom Boden, sodass er, sehen Sie, das ist eine schwere Eisenpfanne, die ich kaum tragen kann, aber er muss sich vom Boden lösen und dann wieder drauf. So, wenden. Wir wollen ihn wenden. Achtung, fertig. Ah, schade. Ah, schade. Ah. So, ich kann ihn nicht schleudern, weil die Pfanne so schwer ist. Also mit dem Wender und zack. Oh, er ist genau richtig. Ist genau richtig. Ja, er wird jetzt genau richtig. Ja. Er wird genau richtig. Super. Yeah. Ja, guck mal hier. Er ist viel größer als die Pfanne. Es ist einfach der Unterschied im Denken. Das ist ganz klar. Dieses ist auch in Ordnung. Kann man ohne weiteres essen. Ich zeige das hier. Ich habe da keine Hemmung. Aber optisch. Optisch. Wir können schon servieren. Nein. Ist das super? Ist doch fahrend, oder? Das ist einfach diese Stimmung. Der Kopf ist dabei und dann geht das auch. Es funktioniert. Es funktioniert. Jetzt kommt der Tipp von mir. Dieser Eierpfannkuchen wird jetzt ein wenig gesüßt. Zum Süßen nehme ich immer gerne 4 Sorten Zucker. Die sind aus 4 Erdteilen. Das ist Afrika, das ist Australien, das ist Amerika und das ist Afrika, beziehungsweise, also alles mit A. Asien, Amerika, Australien, Afrika. Afrika, Asien, Australien, Amerika. Die 4 Erdteile als Zucker und den jetzt auf den Pfannkuchen. In alle 4 Ecken jeweils eine Sorte Zucker aus einem Erdteil. Ganz fein und ganz hauchdünn auftragen. Nicht zu viel Zucker. Das ist wunderbarer Zucker. Er ist aus 4 Erdteilen und er ist sehr, sehr lecker. Aber trotzdem nicht zu viel. Nicht zu viel Zucker. So, er ist leicht gezuckert. Jetzt der nächste Tipp von mir. Himbeerkonfitüre. Ich mache ein neues Glas auf. Erstmal einen Schluck trinken. Ich muss erstmal was trinken. Man hat ja früher gedacht, dass man zum Essen Wein trinkt. Aber das hat sich ja völlig aufgelöst. Das ist ja vorbei. Das ist ja ganz vorbei. Wein ist ja viel zu eigenwillig. Es ist ja so, dass der Wein hat ja seinen eigenen Geschmack. Und den kann ich ja nicht mit einer anderen Nahrung verbinden. Den muss ich pur trinken und ich muss zum Essen Wasser trinken. Früher hat man immer geglaubt, es sollte Wein sein, aber wir sind längst dazu übergegangen zum Essen ein gutes Wasser. Wasser schmeckt neutral und lässt die Speisen richtig sich entwickeln und im Mund ihre ganze Aromakraft ausbreiten. Deswegen trinken wir gar keinen Wein mehr zum Essen und damit sind auch alle einverstanden. Sehr lecker. Das brauchte ich auch als kleine Stärkung, weil jetzt mache ich ein neues Konfitüreglas. Oh, geht das Glas nicht auf? Oh, ich kriege dieses Glas nicht auf. Oh, jetzt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gerade das rote Tuch. Das ist immer ganz schön. Das mache ich mir immer ganz gern um den Kopf.
damit die Haare nicht so stinken. Das finde ich immer ganz gut. Dann riechen die Haare nicht so nach Bratendampf. So, hier habe ich die Pfanne nochmal drauf. Ich gebe noch ein Stück Zucker. Ich habe ja noch Teig. Und das waren 6 Eier für 6 Personen. Daraus machen wir 3 Pfannkuchen. Dann teilen sich nachher immer 2 jeweils einen Pfannkuchen. Und das ist dann auch recht gesellig in der Runde. So, jetzt haben wir den Pfannkuchen leicht gezuckert. Und nun geht's los. Jetzt kommt Himbeerkonfitüre. Nicht zu knapp. Himbeerkonfitüre drauf. Ganz vorsichtig verteilen. Auf dem Pfannkuchen. Flächig verteilen. Sehr, sehr gleichmäßig arbeiten, damit überall was hinkommt und damit jeder Millimeter des Pfannkuchens nachher gleich schmeckt. So wollen wir das sehen und so ist es nachher auch am besten zu genießen. Essen und Musik ist eine sehr, sehr schöne Verbindung. So, jetzt kommt noch hierzu etwas Vanillezucker. Das ist der aus Europa. Das andere waren die 4 großen A und jetzt kommt das E hinzu. Ganz fein drüber, ganz, ganz wenig Vanillezucker. Und jetzt kommt der kleine Trick von mir. Ich kann es hier zeigen. Wir fassen an einer Ecke an und versuchen ihn ganz, ganz vorsichtig zu rollen. Ganz, ganz vorsichtig. Er darf nicht kaputt gehen. Wir versuchen ihn ganz vorsichtig zu rollen. Ich sage jetzt ihm, also das ist fast schon, ich könnte ihm fast einen Namen geben, der Pfannkuchen Klaus, weil er ist mir wirklich ans Herz geschlossen und haben ihn gerollt. Und sieht dann so aus. Ist das nicht herrlich? Ja. Jetzt muss ich mich aber hier schon wieder kümmern um diesen. Dazu jetzt ein kleiner Tipp von mir. Dazu gibt es Schlagsahne. Einfach schlagen und drüber. Das Ganze nennen wir Pfannkuchenrolle. Gefüllte Pfannkuchenrolle. Garniert mit Schlagobers. Das ist der offizielle Name. Oh, das Pfannkuchen ist nicht traurig. Ich muss den Pfannkuchen wenden. Achtung. Oh. Normal kennen Sie ja von mir, dass ich den werfe zum Wenden. Aber das geht nicht mit dieser Pfanne. Das ist eine ganz, ganz schwere Eisenpfanne und da muss man den Wender nehmen. Aber sehen Sie, er dehnt sich schon wieder aus. Er dehnt sich schon wieder. Er dehnt sich wieder aus. Er will über den Pfannenrand hinaus. Einmal wiederholen. Den Zucker vorsichtig drauf. Vierfach. Vierfach streuen. Sehr vorsichtig. Dann Himbeerkonfitüre drauf, auf eine Hälfte bringen, auf eine Hälfte drauf bringen, sehr, sehr gleichmäßig verteilen und dann aufrollen. Einfach aufrollen. Super, super. Oh, wunderbar, toll. So, jetzt schneiden wir die einmal. Zack, den auf. Zack. So. So sieht es dann aus. Ist das lecker? Ist das gut? Jawohl. Ja. Der Meinung bin ich schon. So, jetzt wird das Ganze garniert mit Schlagsahne. Aber die ist nicht hart, die ist nicht fest. Sie ist ja ganz. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht fester kann. Wenn ich sie nicht fester kann. Aber nein, ich kann sie nicht fester. Ich kriege sie nicht fester. Wir nehmen sie einfach gar nicht. Nein, wir nehmen sie einfach gar nicht. Wir machen das so. Sehen uns das noch einmal an. Und schon sind wir fertig. Es kommt noch ein ganz kleiner Trick von mir. Das ist jetzt ein ganz spezieller. Das ist ein Geheimtrick von mir. Wir haben auf die Sahne verzichtet. Und dafür nehmen wir jetzt Puderzucker.
Wir nehmen einfach Puderzucker und pudern die Nahrung ab und dann wird es richtig fein und unsere Gäste werden sich freuen. Es wird ein leckeres Essen werden und vielleicht können Sie dabei etwas musizieren. Auf Wiedersehen!